So, Freunde, hier sind wir schon wieder. Da sind wir wieder. Es war ein glorreicher Tag heute. Ja. Was ist denn so passiert? Mein Beitrag wurde aufgrund von Nacktheit gelöscht von Instagram, wo ich Bizeps Curls gemacht habe. Eigentlich wollten wir uns ja heute diesen Real-Life-Format machen, aber wir dachten, Reportagen hat ja schon auf seinem Hauptkanal so eine Real-Life-Story rausgehaut. Gönnt ihr euch einfach und haltet die Fresse. Danke. Das ist interessant genug, Alter. Da ist Knast, Seife, Fallen, alles dabei, Alter. Was wollt ihr noch? Also gönnt euch das. Und heute gibt es wieder so ein Mysterium auf YouTube, was ich so finde. So, kennst du das, wenn du so Staubsaugen tust und du vergisst seit Monaten diesen einen Teppich da hinten zu heben? Ja. Dann hebst du es so nach 3 Jahren einmal und du siehst die ganze Scheiße, die du sonst nicht bemerkt hast. Du hast ja sehr viele Teppiche bei dir. Ja, genau. Also das wäre zum Beispiel Yunus Amiri und Ali Hakim. Also ich weiß nicht, ob man die Schwuchteln so ausspricht. Ich kenne sie jetzt nur, weil du die einmal vergewaltigt hast auf dem Alim-Kanal, also den einen auf jeden Fall. Aber das war wirklich kinderfreundlich, also ich habe da jetzt nicht, also ich habe nicht ganz meinen Schwanz rausgeholt, da war nur Eichel im Spiel. Also da war nur... Ja, erzähl mal, was da passiert. Ja, also es gibt ein Video von den YouTuber ABK, ja, und sein Vater ist verstorben, er bekommt Anrufe von Leuten, wo er denkt, das sind diese YouTuber und die machen sich über seinem toten Vater lustig und er hat auch ein Video hochgeladen, wo er alles beweist mit WhatsApp-Nachrichten. Also eine richtig ehrenlose, ekelhafte Aktion. Ja, bevor wir überhaupt beginnen, über das Ganze zu reden, muss ich euch darüber verständigen, dass wir jetzt davon ausgehen, dass ABK nicht lügt. Also Wenn die ganzen Sachen, die wir jetzt gleich reden werden, ist, wenn das jetzt tatsächlich nicht gespielt ist. Wir sagen nicht, dass das gespielt ist, aber wir kennen alles von YouTubern, okay? Wir kennen alles so. Es ist alles möglich, Freunde. Es ist tatsächlich wirklich alles möglich und deshalb muss ich das gesagt haben, bevor das Video startet, weil irgendwo finde ich es schon mystisch, dass, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel die Nummer von Yunus Amiri nicht und von Ali Hakim, also ich brauche sie auch was nicht. Was sind das eigentlich schon wieder für Leute? Warum kommen Sonne-Leute immer aus dem Nix mit 200.000 Abonnenten? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht normal. Wer abonniert sowas? Also ich verstehe das. Ich habe keine Ahnung. ABK zum Beispiel ist ein cooler Typ, ich finde seine Videos sehr lustig, okay? So, ja. Zum Beispiel so, ich brauche keinen Fan, ich brauche nur das Geld. Ja. Ja, also da ist sind wirklich Mann. So. Der ist echt nicht schlecht. Ja, da sind wirklich so Lacher, die lustig sind dabei. Deshalb schaue ich halt ab und zu seit halbem Jahr oder so seine Videos, Reportage der seit kurzem. Seit heute. Ja, seit heute. Aber Ali Hakim und Yunus Amiri, das sind so die absoluten Top-Kandidaten, was den geistigen Dünnschiss auf YouTube angeht, Alter. Unglaublich. Ich habe ja so Musikreaktionen gemacht zu diesem Stück, was ich Musik schimpfen darf. Das war echt so, das war krebserregend. Und die erste Frage, die sich hier stellt, so, wieso macht man sowas? Also so, dieses auf Eltern losgehen. Also ich will jetzt heute in diesem ganzen Zusammenhang nicht wirklich so darüber reden, was der gemacht hat und der, was da stimmen könnte und das, sondern allgemein über das Thema. Wie kommt man auf so eine Scheiße, ne? Erstmal das und dass man überhaupt so, kennst du das, man kennt den YouTuber nicht, man kennt den Typ nicht, der das Video macht oder so und du bist ein kleiner schwuler Hater und das Erste, was du darunter in die Kommentare schreibst, ist so, du kleiner Hurensohn, so, oder auf die Familie gehen, okay, das verstehe ich halt nicht. Also, dass es so verharmlost wurde und wieso als erstes das beleidigt wird, okay? Wenn mir ein Video nicht gefällt, zum Beispiel Reportagen und so, sagen wir mal, es würden mir seine Videos nicht gefallen. Ich hätte so viele andere Sachen, die ich verarschen würde, aber nicht seine Familie. Versteht ihr so? Ja. Ich check das einfach nicht, Alter. Ich check das auch nicht, wie man immer auf Familie gehen muss. Es ist einfach Normalität geworden. Aber wie war es bei dir zum Beispiel, als du klein warst, als wir jung waren, so draußen gespielt haben? Ey, ganz ehrlich, hätte ich das Wort gesagt, ne? Zu einem, der älter ist, der hätte mich totgeschlagen. Das ist es ja, Alter. Also, man wurde tatsächlich damals zusammengeschlagen. Also Alter, aber richtig zusammengeschlagen. Man hat richtig auf die Fresse gekriegt. War damals so ein Wort, als ich klein war?
ich hatte das immer im Kopf, so ein Tabu-Wort, so. Ja. Ein Wort, was du auf gar keinen Fall sagen durftest, war Hurensohn, okay? So. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich war einmal auf Spielplatz und da war ein kleiner Junge, der hatte wirklich so most punchable face ever, okay? So. Der war wirklich so grundlos, den könnte man einfach so Horns nennen, okay? So. So mit Fischgesicht, okay, so mit Fischgesicht. Und der hat immer so eine Scheißschaukel von mir weggenommen. Immer, jedes Mal so eine, ich war 5 oder 6, okay, immer so eine Scheißschaukel weggenommen. Und ich bin jedes Mal aufgestanden, auf diesem Spielplatz gab es nur eine Schaukel. Ich dachte mir, na Mann, wenn ich nicht früh dahin komme, wird Horns da sein. Ich bin dahin gegangen, ich habe gewartet, okay, ich habe gewartet. Eine Stunde, 2 Stunden. Und so nach 3 Stunden musste ich schon nach Hause. Meine Mutter hat mich nicht länger draußen gelassen. Und zu der Zeit war mein Vater gar nicht bei uns. Und deshalb hat Mutter halt so überfürsorglich aufgepasst auf alles. Und ich war dann wütend, weil ich gleich nach Hause muss und noch nicht meine Eier schaukeln konnte, verstehst du? Ich gehe dann so zu dieser Schaukel hin, schau ihn so an und sag, du Hurensohn. So auf Russisch so, du Hurensohn, wegen dir kann ich ganze Woche nicht mehr auf die Schaukel. Der hat geweint, ist weggelaufen und ich dachte mir, ja Mann, Schaukel, hab mich draufgesetzt, hab geschaukelt, okay? Dann kommt er zurück mit seinem großen Bruder. Ich schwöre auf alles, ja, ja. So ein 15-Jähriger oder so und du weißt, die sind in dem Alter nicht so reif. Kommt er so, der hält mich, der 15-Jährige, so Hände nach hinten. Der 15-Jährige hält mich so und der Kleine darf zuschlagen. Ich wurde wirklich so, Schande. Ich wurde verprügelt, ja, ich wurde verprügelt. Ja. Aber ich bin ihm jetzt nicht böse, wenn jemand mich so genannt hätte, hätte ich dasselbe getan. Also das war halt die Mentalität damals. Ihr könnt, dürft es, keine Ahnung, ihr dürft es kritisieren, weinen, ist mir egal. Aber das war halt so, wie es war damals, okay? Damals hatte man auch einfach mega Respekt vor älteren Menschen. Ist einfach so, ja. Ist einfach so. Heute ist das scheißegal. Zum Beispiel früher, wenn du so auf der Straße warst, auch wenn ein Älterer, den du nicht mal kennst, vorbeigeht, man hat trotzdem einen gewissen Respekt, oder so, als kleiner Junge. So. Ja, und du kennst diese gehabt. Videos, wo sie so Opas als Hurensohn schimpfen oder zusammenschlagen oder so. Die Schüler. das ist so, aus dem Ganzen sind halt diese YouTuber entstanden, die heute so ein Hype sind, so Yunus, ja. Amiri, so Ali Hakim. Ganz ehrlich, stell dir ernsthaft vor, er ruft dich an und dein Vater ist tot oder meiner, ruft mich an. Ich würde sofort hinfahren. Na wirklich, das ist, ich mach keinen Spaß jetzt, ehrlich, okay, so, das sind irgendwelche kleinen Pisser. Ja. Wenn die im Stehen sind, reicht es gerade noch aus, damit ich meinen Schwanz auf den Kopf ablege, okay? So. Wie bei PA. Das ist einfach so, dass man überhaupt glaubt, jemand zu sein, nur wegen den Abos. Das ist ja nur wegen den Abos. Ist der Wahnsinn, ne? Das ist wirklich nur wegen den Abos, okay? Ja. Der eine hat so ein paar Abos mehr. Sollen die 200.000 Abos haben, Alter? Die haben 20.000 Dislikes. Das ist auch scheißegal. Aber schau, die simple Frage ist, für die Menschen, die so materialistisch denken, irgendwie, jetzt ist das Traurige, nicht mal das Geld ist einem menschlichen Individuum jetzt wichtig, so wie der Fame. Ja. Es gibt wirklich so Menschen, ich merke das immer wieder, so armselige Frauen oder Jungs, Kachbars, männliche, die achten wirklich so drauf, wie viele Likes sie kriegen, wie viele Aufrufe sie kriegen, wie viele Instagram-Follower sie haben. Und die Besten sind sowieso die, kennst du die? Die haben so 100 Likes auf Foto oder so und fühlen sich so unnormal Fame, Alter. und verarschen dann jemanden, der nur so 10, 15 Freunde im Freundesliste hat, sagt so, du Hund, du bist nicht mal Fame. Ja. Das ist einfach, das ist der Wahnsinn. Jeder Elfjährige möchte auch ein Minecraft-YouTuber werden. Es ist einfach so, ist einfach so. Früher in der Schule, wo du so gesessen bist, hast du einfach gesagt so, was willst du werden? Lehrerin hat dich gefragt, was willst du werden? Einer hat gesagt so, Bauarbeiter, Arzt, Zahnärztin und heute Fitnessblogger, Minecraft-Player, Let's Player, Meinungsblogger. Influencer. Das ist einfach so, das ist einfach so. Und irgendwo hinten ist einer so, Rapper. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ey, in welche Richtung das sich entwickelt irgendwie. Aber auf YouTube Deutschland sind tatsächlich fast nur Pisser groß.
Fast nur. Das ist krass, ne? Und wenn du diese Pisser dann hatest, weil du kennst das etwas weniger, du kennst das höchstens so von Alpha-Kennern oder so, aber ja. Reportage ist ein Mensch, der wird wirklich niemanden haten oder niemanden grundlos ficken. Im Gegensatz zu ihm. Grundlos nicht. Ja, im Gegensatz zu ihm. Fick ich jeden grundlos, geht das? Also, er würde das nie tun, niemals. Nie. Deshalb sind wir auch so eine coole Ergänzung, weil es gibt Sachen, die würde ich niemals tun, aber die tut er und bei mir genauso. Also, das ist einfach so No Homo Ergänzung. Gegensätze ziehen sich an. Genau. Und ich merke es halt von diesen Zerstörungsvideos, die ich mache, dass die Fans dann kommen, zum Beispiel ein Kommentar von Luca, weißt du noch, den hatte ich ja auch mal gefickt, diesen Luca Gaycrafter. Ja. Da habe ich sehr viele Kommentare gesehen. Schreibt einer zum Beispiel, natürlich mit einem Minecraft-Profilbild, so, ey, du Hurensohn! Ja. Wieso hatest du Luca? Er hat 2 Millionen Abonnente und du hast nur 30.000. Na. Das ist so. Das ist der Argument, okay? Das ist der Argument. Schau, du und ich treffen zum Beispiel Julian Bam, Luca und KS Freak, okay? Stell dir das mal ganz langsam vor. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Stell dir das mal vor. Und Julian Bam oder Luca, ich hätte jetzt gar nicht Julian Bam, okay? Wartet mal, kleine Mädchen, die Julia Bam heißen oder so, okay? Ich meine nur so. Stell dir mal vor, Julian Bam, KS Freak und der andere Schwule da. Ich weiß nicht mehr, wen ich genannt habe, jeder zweite Schwule. Lol. Luca, genau. Schimpfen uns plötzlich als irgendwas oder irgendwas passt nicht und es kommt zu einem Streit, okay? Mhm. Glaubt ihr ernsthaft, ich werde ihn nicht zusammenschlagen, weil er 2 Millionen Abos hat? Oder glaubt ihr, er hat einen Schutzschild, weil er 2 Millionen Abos hat? So, denkt ihr das ernsthaft? Denkt ihr, Luca beherrscht einen Feuerball, Magie Leo 25, weil er fast 3 Millionen Abos hat und ist deshalb menschlich gesehen höher als ich? Genau, das ist die Frage, Freunde. Sage ich auch immer im Livestream, lasst euch nicht von Zahlen blenden, Alter. Aber es ist so, die ganze Jugend, leider, ne? Psychologisch bewiesen, Bruder. Als ich noch so aktiv zur Psychologiestudium gegangen bin und da wir Lektüren hatten, gab es ein sehr interessantes Thema, das hieß Social Marketing, okay? Social Media Marketing, okay? Wie die soziale Gesellschaft, wie dieses ganze Ökosystem sich entwickelt hat. Und es war tatsächlich so, dass du früher jemanden Jugendlichen gefragt hast und ihn gesagt, also seine Taten gesehen hast, die er macht, und man konnte daraus ausschließen, dass er aus einer Familie stammt, die Wert darauf gelegt hat, dass du eine hohe Bildung hast, viel Geld hast und so weiter. Okay? Ja. Und heute ist es tatsächlich nachgewiesen, dass das Geld und Bildung und überhaupt die ganzen, egal welche moralischen Werte, in den Hintergrund fallen. Und an dem Beispiel, das uns damals genannt wurde, die meisten Menschen, sogar Menschen abonnieren, nur weil sie mehr Abos haben. Ja. Zum Beispiel. Ja, die denken dann, oh, der hat viele Abonnenten, scheiß auf den Content, den abonniere ich auch. Ne? Genau, es ist tatsächlich so, bei jedem, es ist jetzt nichts an die 12-Jährigen, Alter ist tatsächlich nur eine Zahl, okay? Du kannst 12 Jahre alt sein und so reif im Kopf sein wie ein 20-Jähriger. Du kannst auch 50 Jahre alt sein und im Kopf 8 sein, siehe Mock. JF not Kennedy, bestes Beispiel. Zum Beispiel der ist relativ reif, egal wie seine Stimme klingt und so. Mhm. Der kleine Pisser ist reif, okay? Den kann man sich sogar als ein 26-Jähriger geben, sage ich ganz ehrlich. Und deshalb, wenn ich 12-Jähriger sage, meine ich nicht 12-Jähriger an jeden 12-Jährigen, sondern an die Pisser, die diese Mentalität ausleben. Versteht ihr? Und genau diese 12-Jährigen unterstützen halt diesen ganzen geistigen Dünnschiss wie Yunus Amiri oder Bibis Kaka Peles und so weiter. Und ja, und auch das beste Beispiel, was du meintest, dein Instagram-Foto wurde entfernt. Katja Krasavitsch hat viel mehr Reichweite, also mehr Zahlen, und alle ihre Fotos sind online auf Instagram, da passiert nichts. Und du trainierst einmal, man sieht deine Arme und das Video ist weg. Bruder, aber man hat durch den T-Shirt meinen Nippel gesehen. Verstehst du das nicht? Der Nippelblitzer. Genau, der Nippelblitzer, du checkst das nicht. Schau, aber da gebe ich Instagram schon recht, okay, so. Wenn du jetzt Katjas Bilder anschaust, so nach 20. Bild, kriegst du nicht mal einen halben Steifen, okay?
Also war das nicht so ein erotisch angreifender Content. Aber wenn du mein Bild anschaust, Bruder, sofort schneiden, Alter. So, Instagram dachte so. Und würde Reportagen einfach nur sein Gesicht zeigen, wo er wie Acker außer Kontrolle so das zuhält. Instant gesperrt! Gesperrt! Ja, Pornografie so. Auf höchstem Niveau, ja. Alter. Ist gesperrt so, ja. Ist so einfach, ja. Ist einfach so. Also da kannst du das jetzt wirklich nicht bringen, okay? Aber was wir bringen können, PewDiePies Video wurde gesperrt. Echt? Er hat Roomtour gemacht gestern, wo er seinen PC zeigt und seinen Tisch zeigt und so ein paar Sachen. Ja. Und irgendeiner hat wirklich so einen Ausschnitt gesucht bei 10 Minuten, so 5 Sekunden lang, wo irgendeine Marke gezeigt wurde oder irgendein Ton eingeblendet wurde und da drauf Copyright erhoben. Alter. Er hat es jetzt zum zweiten Mal hochgeladen. Warte, ich riss dir gleich vor, was PewDiePie geschrieben hat. Alter, wie krank, ey, ganz ehrlich, bei der Reichweite, ne, dann ist ja, da ist ja vorbei dann, ne? Naja, sicher. Ja. Also da, wenn du, keine Ahnung, du kannst dir ausrechnen, wie viel 10 Millionen Klicks sind, Alter. Also auf das Video, das ist schon. Und Roomtour interessiert halt jeden, weißt du, was ich meine? Da schaust du halt gern zu. Okay, warte, ich habe das Video an. Was steht da? Some greedy cheat claimed the last video, sorry for re-upload. du musst mal so ein Keck sein. Weißt du, stell dir vor, Britney Spears ladet, keine Ahnung, irgendwo unabsichtlich ein Stück von deinem Logo hoch. Ja. Also, und du gehst da hin und claimst das. Krass. Ja. Aber das ist halt krass. So irgendwie... Wir reden schon immer nur über negative Themen der Gesellschaft, aber der Kanal ist erst eine Woche alt, Leute, also nicht mal. Ja. Da werden noch sehr viel mehr Sachen kommen. Aber jetzt ist das, was sich halt so auf YouTube bewegt hat, relativ traurig. Interessiert uns halt gerade, ne? Genau, darüber reden wir. Logan Paul war relativ traurig. Das ist auch so ein... Das ist echt heftig. Aber das Geile hier ist, Bruder, das sind ja zwei Brüder, die ergänzen sich, weißt du? Ja. Logan Paul hat einen Skandal gemacht und sein Bruder heißt, glaube ich, Jake Paul. Das Einzige, was die machen müssen, ist ja, Jake Paul muss größeren Skandal bringen als Logan Paul. Dann vergessen wir den Skandal von Logan Paul. Jetzt hat er das N-Wort gedroppt in einem Lied und jetzt reden alle darüber. Also langsam vergessen wir den Logan Paul-Ding. Also, die wechseln sich ab. Die wechseln sich halt ab. Die wechseln sich halt ab. Und ja, das waren... Im Großen und Ganzen. Aber Digga, weißt du, was noch viel heftiger ist? Weißt du, was richtig heftig ist? Was denn? Superman Dennis hat einfach 80% seines Augenlichts verloren. Fuck! Fuck! Scheiße! Aber du musst dir mal vorstellen, so wie ein Arzt, weißt du, sagt dir nicht so. Billy, nee. Wir müssen mit dir reden. Setz dich mal hin, Billy. Es wird dir wehtun. Du sagst, was? Setz dich hin, Billy. Aber... Setz dich hin, Billy. Du setzt dich hin. Du hast ganz genau 80% deines Augenlichts verloren. So, weißt du, also ganz genau 80% deines Augenlichts. Also, sie haben ausgerechnet und dann denkt sich ein intelligenter Mensch, aber wie viel ist 100% des Augenlichts? Wie viel Dioptrien? Das ist echt, Digga, das ist das Beste. Ja, wollte ich nochmal erwähnen. Ich weiß, ich reg das auf, wenn ich den erwähne. Ja. Superman-Penis ist halt, ja, das ist auch ein Wunder, aber es gibt noch einen. Den hast du auch schon zersägt, ne? Auch den, ja, der ist auch schon so auf den Kellerfriedhof, Alter. Das ist alles noch harmlos, ich schwöre, ich mach das ja nicht so, das ist ja nicht mit der Absicht, dass ihre Karrieren beendet werden. Das war wirklich nicht so. Werden sie teilweise aber. Das war nicht, es gab nur einen, bei dem ich das wirklich wollte. Ich werde jetzt mal seinen Namen nicht nennen, aber... wenn ich will, erreiche ich das, okay? Ja, es ist halt noch mit Unterhaltung mit drin, ne? Ja, Reportagen wollte auch nur einen auf diese Art und Weise ficken. Ja, da hat er es auch erreicht, was er wollte. Also, ja. In dem Sinne, Freunde, meinerseits waren das eigentlich alle Themen, die ich besprechen wollte. Ja. Hattest du noch irgendwas auf deinem Penis?
Na, wie. Ich würde interessieren, was die Community hält von diesem Vorfall. Ja. Ja, also mit ABK, mit seinem verstorbenen Vater. Schaut euch das Video auch nochmal an. Gibt einfach genau, auf wir YouTube verlinken ein das. Wir ABK. Verlinken ja, genau, wir verlinken das. Ja. Und das würde mich interessieren und wie ihr dazu steht. Achtet ihr mehr auf Content oder mehr auf Zahlen bei YouTubern? Das würde mich auch nochmal interessieren. Genau, das ist ein interessantes Thema. Und vergiss nicht, Freunde, morgen endlich wieder. Der Livestream, Alter. Ja, Mann. Der Livestream, drauf freue ich mich richtig. Zu zweit morgen. Das wird geil. Richtig. Eine Live-Folge. Herrlich. Ja, Mann. Eine Live-Podcast-Folge kommt immer geil an. Morgen auf jeden Fall seid am Start. Ich glaube so um 20 Uhr, oder? Genau, so 20 Uhr. 20 Uhr ist gut. 20 Uhr, damit ihr auch alle von Arbeit und Schule daheim seid. Danke in dem Fall fürs Zuschauen. Bewertet das Video ruhig und wichst in die Kommentare. Und das letzte Wort geht natürlich an den Billy. Billy. Digga, Mann, ich küsse auch einen Keller. Lieber nicht. Das ist voll Vaginalsekret und Sperma. Okay, schleicht euch Penis, bye, Alter. Bye, Leute. Bye, bye.